Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 17 im FOSS-Projekt mit dem Manfred und dem Günther. Moin, moin, moin. So, Günther. Ja. Wo bist du? Am Sägewerk oben. Günni, ich habe ja die Bretter, habe ich hier drauf. Also mach mal kurz Platz da in deine. Na, der hat gesagt, ja, vom Sägewerk, ja, da. Na hier, der Lange. Och, ja. Wie ist denn der Lange? Na, ja, ja. Och, der immer mit der blöden Mütze rumläuft, ja. Ja. Egal, Blödmanns Gehilfe. Auf jeden Fall, pass auf. Der hat gesagt, ja, mit den Brettern, dass wir die wegen aufladen und das wäre sowieso hier die einzelnen Bretter, gell? Das wäre sowieso ein bisschen der Abfall, dass wir die behalten können und wenn wir ihn finden, dass er uns abkauft, dann kriegt man das Geld. Aber jetzt ist ja die Frage, ich habe keine Ahnung, wo soll man die hinschaffen? Hast du eine Ahnung? Nee, du, nee. Nee, weißt du auch nicht, oder was? Nee, weiß ich jetzt auch nicht, du. Können wir die nicht einfach so verkaufen, oder? Naja, was ist denn, wenn wir die ins, warte mal, was ist denn, wenn wir die ins Palettenwerk bringen? Oh, das wäre eine gute Idee. Und sagen denen, oder wir bringen die, oder hier ins Holzscheitelwerk, also wir können die auch ins Bretterwerk bringen und sagen, die sollen uns ein paar schöne Paletten daraus machen, hä, was sagst du? Auf dem Hof ein paar schöne Paletten brauchen wir immer. Das ist ja, Manni, deswegen. Palettenwerk, wo ist denn das? Überhaupt, ach, das da unten. Ach, ne, die grüne Neune ist so klein in der Ecke. Warte. Na, hier, das ist es doch. Ach, jo, das ist es. Guck mal, wie das ruckelt mit den ganzen Brettern, gell? Immer hin, her. Ne, warte mal, Leerpaletten. Bretterpaletten. Und sag mal, was ist denn das hier? Ist das das Bretterwerk? Palettenwerk. Hey, was ist denn? Was ist los? Hier kommt fertig. Hier kommen Bretterpaletten hin, keine. Na, was machen die hier? Die zählen doch so wie Hackschnitze, weil es so Abfall. Oh. Schau das jetzt noch nein, ist mir scheißegal. So, schaffst du mal das eine Brettel noch nein, was mir aus der vom Anhänger geflutscht ist? Ja, mach ich, du. Oh, weg. Oh, guck mal. 7438 Liter, du. Ah, Manni, jetzt müssen wir aber auch hier Brennstoff hinbringen. Du machst mich fertig. Na, aber die machen doch. Ja, aber hier steht Anlieferung Leerpaletten. Nee, doch nicht. Alles gut. Ja, warte mal. Oh. Jetzt habe ich es gefunden. Ja, gucke, die machen Produkte, Hackschnitte. Ach, das ist die Holzscheitel machen die, Mensch. Holzscheitel. Muss Diesel hin, du. Na, guck mal, hier so schöne kleine Holzscheitel machen die. Auf der Palette gleich. Auch nicht schlecht. Vielleicht können wir ja hier mit dem mal reden, mit dem Chef, dass der uns das, dass wir das noch mit ins Programm aufnehmen, Holzscheitel. Das wäre was. Wisst ihr? Ja. Dann können wir das auch mit anbieten. Das zeig ich dir, das machen wir. Günni, komm, hüpp rein. Oh, ja, ich komm. Los, wir müssen. Gas. Wisst ihr, da bin ich doch. Nicht, dass der auch schon mal hier rumstresst dann. So. Ich schau mir jetzt. Wollen wir hier die ersten zwei Paletten mal hier einer runterholen? Günni. Ja, klar, sicher, Manni. Oh, wir eine Runde, das geht doch so. Da ist, die können wir direkt runterbringen zum anderen Sägewerk, du. Und dann, haben wir drei. Fünf da unten schon. Dann können wir direkt beladen und dann, müssen wir halt nur noch hoffen, dass der schnell ankommt, der Veneder. So. Naja, mit schnell muss man mal vorsichtig sein. Nicht, dass der denkt, ja, das ging ratzifatzi und dann, gell, du weißt ja, mit dem Geld und so. Wir wollen ja ein bisschen was verdienen dabei. Ja. Oh, du fährst da hoch? Na klar. Oh Gott, war ich erschrocken. Mensch, wer hat das Telefon zu laut gestellt? Warte. Fernsprecher, ja. Funktioniert. Hallo, Manfred. Manfred und Günther hier. Benedikt, ja? Hallo. Ach, Manfred, Sie sind's. Bist du da? Ich bin's, Manfred. Ja. Oder wenn Sie Günther? Nee, Manfred. Pass auf. Ich hatte ein Problem. Was hast ich du gemacht? Ich bin immer noch auf dem LKW. Und was ich, mit dem Holz? Was hat der Günther mir da in der Tropfen getan? Ich habe mich total verfahren. Och, Günther, was hast du dem gegeben? Ey, ich bin hier voll in Polen. Was? Mit den Balken, ja. Ich bin nicht doch, du kannst doch nicht nach Polen fahren mit dem Holz. Sag mal. Ich komm langsam wieder klar her und hier sind alle kyrillische Zeichen auf die Schilder. Das Och. Ist, also, ich... Fährt er mit unserem Holz, mit dem Holz nach Polen, das glaube ich jetzt nicht. Pass auf! Ich, ja, der Architekt hat mich angerufen. Wie ist denn dein Brettern? Ich,
Ja, ich brauch die Paletten, ich brauch die Latten. Die Latten? Ganz dringend. Na klar, wann willst du die holen? Wann willst du die holen, Sonntag Benedor? Brauch ich die Paletten. Was, Sonntag? Na sag mal. Sonntag. Sonntag. Also mindestens 5 Stück brauch ich. Sonntag 5 Paletten. Sonntag, das krieg ich mal hin. Paletten. Ich komm mit der LKW, falls ich nach Hause finde, ne? Und ja, dann hol ich die Paletten. Bringst du uns 3000 Euro ein Stück. Die Palette. Plus Mehrwertsteuer natürlich, ne? Also, für die Palette 3000. Ja, genau. Ja, das haben wir, 3000 so Palette. Genau, ne, das machen wir so. Der Steuer drauf, ne? Und ja, dann bringe ich wieder den Scheck mit, ne? Na klar, das hat ja super geklappt das letzte Mal, Herr Beneter. Da wollen wir uns auch nochmal bedanken super bei Ihnen, gell? Das ist das Holz, das ist auch super festgemacht da hinten drauf. Ich bin seit 3 Tagen unterwegs hier. Das ist, ich muss nach Hause. Herr Beneter, das kriegen wir hin. Also mit den Holzbrettern, das kriegen wir hin. Da tun wir Ihnen hier schöne, die fünf Paletten machen wir Ihnen startklar und dann bringen Sie hier. Wie ist denn das? Haben Sie einen Anhänger, wo wir die draufladen können? Bringen Sie den auch mit? Bringe ich alles mit wieder. Alles dabei, na gut, super. Die bringt er vorbei und dann komme ich dann später nach. Na, dann laden wir die auf Ihren Anhänger und dann können Sie losfahren. Aber diesmal nicht auf Bullen, Herr Beneter, gell? Ja. Auf der Baustelle, gell? Ja, wir sehen uns Sonntag. Und die Finger weg vom Alles klar. Tropfen, gut, Herr Beneter. Ja. Tschüss, danke für den Anruf. Tschüss. So. Oh. Oh, Günther, mach doch langsam. Mensch, das sind dem Beneter seine Ball. Oh, die Bretter, ich war blöd, wenn die umfallen. Oh, Günther, hör auf. Günther, ich kann nicht hingucken. Günther. Da passiert nichts. Oh, Günther. Der Beneter hat gerade angerufen und jetzt machst du hier so eine Schaukelei mit den Brettern. Ey, wir sind fertig, Junge. Da kannst du nicht hier kurz vorm Ziel, kannst du hier nicht noch so eine Scheiße machen. Komm, hau die drauf hier. Dass wir fortkommen. 5 Paletten, na, da müssen wir mal gucken. Kriegen wir die mit einmal fort hier? Oh, pass auf, die kippelt. Die eine. Fahr doch mal gerade ran, ein bisschen. Mensch. Günther, ich hab gesagt, mach den Staplerschein noch. Nein, du weißt doch alles besser. So. Da, mal die Gude rum. Nee, so. Ich hab mal 1 zur Sicherung drauf. Pass auf, ich muss mal gucken. Der Anhänger hat eine automatische, pass auf, jetzt halt ich fest, ne? Der hat nicht nur die neuen Aero-Line-Federn, sondern der hat noch eine automatische Paletten-gerade Rückeinrichtung. Ne, das glaubst nur du. Das ist kein Scheiß, Günther. Verarsch dich nicht. Das glaube ich erst, wenn ich das gesehen habe. Der Achim hat mir gesagt, der hat eine automatische gerade Rückeinrichtung. Okay, soll ich die Gurte mal wieder lösen? Ne, warte. Ja. Okay. Jo. So. Oh. Oh. Das ist ja unfassbar. Das ist scheiße. Warum? Na, guck mal, wo die stehen. Ah. Na komm, scheiß drauf. Schwing dich rein. Ich schwing mich rein, Mann. So, los geht's. Fahren wir auf zum Seeschewerk oder was? Oben das Große oder wie? Oben das Große würde ich auch sagen. Jo. Oh, warte, ich muss hier an. So, es ist irgendwie nicht für die Paletten, habe ich das Gefühl. Der Achim hat mich wieder verabgerollt. Aus der Werkstatt. Da macht sich jedes Mal seinen Spaß mit mir, gell? Ich halte das nicht mal lange aus. Echt. Ich habe da nicht mal lange Bock drauf. Die Scheiße jedes Mal mitmachen. So, ach, ey, Günther, weißt du, was wir vergessen haben? Oh, nee, jetzt ich habe dir total vergessen zu zeigen, was es Neues im Katalog gibt. Oh. Mensch, Anfang die Woche kam der schon. Oh je, dann sag mal an. Na warte, mal gucken gleich mal zusammen rein. Ich fahr's mal auf. Okay. Da muss ich immer schiffen. Und dann guck ich mal im Katalog. Zeig schon mal, hab ich markiert hier mit dem Stift. Und dann gucken wir mal rein, was Neues gibt. Wir haben neue Sachen, die wir bestellen können. Da ist ein Ding dabei. Das müssen wir probieren, Günther. Na guck, wer ist denn jetzt vom Stuhl gefallen? Da fällt mir vor Schreck alles runter, du. Na, hast du das Monster? Du hast jetzt nicht dein scheiß Monster hier in meinem schönen Chantier verkippt. Nee. Günther, ich geb dir eine Schelle auf den Nacken, Junge. Oh, Günther, swisch da auf diesmal. Jedes Mal klebt mir die Scheiße hier. Der Schuh klebt mir hier unten auf dem Boden fest. Bin letztens mit Strümpen rausgehüpft, weil die Schuhe noch im Traktor standen. Ja, dann gibst du endlich mal Gas, du. Wenn ich das hier sehe, wie fährst du wie eine Oma, du. Doch, wie eine Oma. Meine Oma fährt schneller wie du. So, na warte mal, die müssen wir ein bisschen zurückrutschen hier, die Dinger. So, wir haben 3 volle Paletten. Dann hätten wir die 5, du. Für den Beneter. Kann der Beneter ruhig kommen morgen? Da kommt doch. Sonntag kommt er, nicht morgen. Sonntag. Dann kann er Sonntag ruhig kommen, du.
Wer ist da jetzt rückwärts dran? Manni? Was denn da? Tust du jetzt nicht ehrlich? Was ist denn los? Ja, du ein Drehschemel, da wissen wir doch, dass er nicht klappt. Ach stimmt, Günther, hast recht. So, wie wär's, wenn du schon mal nützlich machst, mal die scheiß Spanker da runter machst hier? Du weißt doch, ich krieg immer noch auf mit meinen Gischtpfoten. Ja, mach ich. Was denn, Günther? Machst du jetzt über meine Gischt, da klatscht's. Was machst du denn jetzt da? Ja, das geht mir auf den Sack, dass sie so blöd stehen, guck doch mal. Ja, dann musst du das erstmal den Arbeitsmodus wieder ausschalten. Ach hier, die gerade Rückfahreinrichtung. Gerade Rückfahreinrichtung, ja. Guck mal, ach ey, weißt du was, wir hätten eigentlich, hätten wir auch zwei gleich machen können hier, na, du weißt schon, was ich meine, so, na guck mal, wie war denn das jetzt mit, das war, so, und dann war das so. Und dann, sag mal, ich bin doch nicht blöde. So. Zack. So, gut. Fahren wir ein bisschen vorne, dann können wir die Schiene gerade drauf tun. Günther! Ja, Manni. Was machst du denn? Ach, du sammelst noch ein bisschen das Zeug ein hier, das Kleine. Ja. Vom Segen aus. Nicht, dass der, wie gesagt, wenn der Förster anruft, haben wir einen Song, gell? Das ist es so. Weißt du, was wir auch bräuchten? Ne. Meine Lieblings-Forstgeräte, eine schöne Fräse. Ach so, will ich den stimpfen? Oh ja. Das könnte man machen, gell? Aber da warten wir noch, bis ein bisschen mehr Geld da ist. Im Moment ist es ja nicht so wichtig. Am Sonntag gibt's Geld, habe ich gehört, vom Herrn Beneder. Oh ja, dann können wir ja vielleicht mal schauen, ob da was wird. Hoffentlich gehen die Bretter, gell? Wir wollten ja eigentlich eine Probe schicken, haben wir auch vergessen. So, eine Probe schicken? Ja, die Probe kann ich ja geklatscht, du. Keine Probe. Na, eigentlich, da weiß ja, bei uns sind die Bretter immer schöne. Soll das nehmen, was wir ihnen geben, du. Ja. So. Oh. Oh. Was los, Günther? Jetzt sind so viele Baumstümpfe, ich knall überall gegen, du. Mach ja langsam, nicht, dass der Traktor noch kaputt geht. Kann hier nicht vernünftig sammeln. Können wir uns nicht leisten. Über 44.000 Euro haben wir ausgegeben. Ach ey, Günther, Mensch, ich wollte ja einen Katalog. Wollt mal gucken. Ach Mann. Mensch, das vergessen wir jedes Mal. So, warte mal, ich hab den hier drinnen liegen im Johnny. Komm mal her, ja. Hast du ihn mitgebracht, ja? Ich hab den dabei, komm. Wo ist er ein? So, Günther. Warte, ich fahr mal eben rüber. So, Lieschen. Ui, Günther, was sagt er? Oh, da kommt immer angereist. So, Günther, pass auf, drücke mal hier mit dem P-Muskel kannst Katalog öffnen, wisst ihr, da? Ja, ja. Da haben wir einen Rambo. Rambo, wo denn? Na, ein Rambo. Ein Slasher. Oh. Ein Slasher for cutting trees to length. Wisst ihr, was der macht? Gott. Ich glaube, der sägt die Baumstämme, während die da drauf liegen. Kann auf das? Länge gleich. Oh, nice. Ne, muss man nicht mal rummessen und so. Da gucken wir aber erst mal, ob der richtig geht. Den müssen wir mal ausprobieren. Ja, ja. Okay. So, den haben wir drauf und dann gucken wir mal im Katalog neu und dann haben wir noch hier bei Forstgeräte, wenn du da mal die Rubrik hier, das ist ja der gelbe Zettel, habe ich dann eingeklebt. Im Katalog. Ja, 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 ja. So, da gucken wir mal, da haben wir, wenn du ein bisschen hinten, bei Mods, ja, der Kennwurf, das sind LKW, der Kennwurf, der D800. Der T800B, ne? Der 800H und der 800B, zwei neue LKWs, ganz frisch aus hier drüben von den Amerikanern. Müssen wir mal gucken, ob wir uns die vielleicht auch holen. Und dann haben wir noch, die gehen mal ein bisschen weiter. Ja. Wir haben doch den kleinen hier, den John Deere, den 548H hier, den Skidder. Ne? Und pass auf, jetzt haben wir den, haben wir. Und jetzt haben wir noch den 748H, das ist der große. Wo ist der? Vorne, weiter vorne. Ein bisschen. Vorm Kennwurf. Zwei davor. Ne? Da. Oh. Das ist der große. Das mit, mit der Zwillingsbereifung. Da haben wir einen kleinen und einen großen. Vielleicht holen wir uns die. Da können wir ja den großen wieder wegschaffen. Ja, das Riesen. Der ist eh zu groß für uns hier. Der Apparat. Können wir, glaube ich, eh verkaufen. Jetzt schon, oder? Meinst du? Ich finde, das sieht halt gut aus, gell? So wie er da gut, steht. Gut sieht der aus, du. Ja, du kannst hochbacken. Brauchst nicht mal eine Hebebühne zum Räder wechseln. Oh. Das ist ja wunderbar, du. Na klar. So. Ey, Alter, wir müssen Latte machen, Junge.
Ach, jo. Ich sehe gerade, ja, ja. Oh, boah, leck mich am Arsch, Alter, die Balletten müssen drauf. Wenn der Beneter kommt. Warte. Boah, schnell. Manfred, Günner. Mensch, hätten wir zwei Gabeln gekauft, hätten wir hier zusammen machen können. Das sag ich dir, du, aber ich mach heute nicht länger. Ach nö, du machst nicht länger, ist klar. Wir haben Druck ohne Ende, aber der Herr Günther, der knetische Herr, der macht nicht länger. Nee, nee. Nee, was hast du denn vor, Kneipe, hä? Ja, sicher, heute ist ja alles wieder knobeln, du. Ach, knobeln wieder. Ja, heute ist Freitag. Ja, hast recht. Ach nee, Freitag hab ich ja keine Zeit, warte mal. Freitag ist Knobeltag. Nee, du. Freitag hab ich schon mal, da ist immer 19 Uhr, hier treffe ich doch mit den ganzen Leuten immer, freitags. Ja, im Twitch Park, wisst ihr? So, ja, da treffen wir uns doch immer Freitag. Ach so, ja. 19 Uhr. Das steht ja, doch unten wollt. Hier in der Beschreibung drin. So, ja, da wollte ich diesmal auch mal vorbeischauen, du. Ach, Manni, ist es denn nicht so weit, dass der Freitag da unser großer Spezialarbeitstag ist? Oder war das nächste Woche, du? Nächste Woche Freitag. Spezialarbeitstag? Was machen wir da? Ja, wollten wir denn nicht den Twitch-Park ein bisschen arbeiten, du? Was denn da? Hier, meinst du, hier im Projekt, ja? Jo. In unserer Firma? In unserer Firma, da ist. Freitagabend noch? Nee, das war da noch nicht. Das war noch nicht da, okay. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken mal. Dann vertue ich mich gerade, du. Ich dachte, das wird. Kann doch sein, dass das heute an war. Ich weiß es nicht. Okay, wir schauen. Na klar. Oh, es ist schon wieder anderthalb Stunden länger. 1,40 länger. Ich kann so nicht arbeiten. Manni, hau rein da. Mensch. Ja, komm, dann gehen wir im Bauwagen. Komm. Sonst sind gleich die ganzen Knobeldinger weg. Geh im Bauwagen. Komm. Da sind die besten Würfel wieder weg, du. Die anderen sind da so verbeult. Wir haben nichts Neues mehr. Sag mal, hockst du mit deinem fetten Arsch schon wieder auf deinem Platz, Günther? Oh, Entschuldigung, Manni. Ich war ja blöde. Mensch! So, wo ist er? Ja, nein, jetzt. Feierabend. Oh, nee. Dass ich immer so schreien muss in der Nähe vom Erich. Mensch. So. Günther. Manni. Ich sag euch, wenn ihr das gefällt euch, dann und ihr uns dem Günther und mir und dem Erich mal einen Gefallen tun wollt, dann haut doch mal den Button nach oben hier, den Daumen hier, das neue Arche. Wie heißt denn das in dem, bei den Neuen hier, bei der Jugend? Like! Den ja, Like! Den Like-Button. So, und da haut er mal drauf und dann schreibt er uns noch einen schönen Brief und dann sind wir alle raus. Bis dahin, tschüss. Sonntag kommt Beneter, nicht vergessen. Und tschüss. Beneter ist auch in der Videobeschreibung, der macht auch so ein komisches YouTube-Zeug. Tschüss. Tschüss.